Willkommen zum neuen Video. Auch heute geht es ums Phantasialand. Beim letzten Mal haben wir uns den Plan von 1967, dem Gründungsjahr von Phantasialand, angesehen. Unten in den Anmerkungen habe ich euch den Link dazu aufgeschrieben. Jetzt geht es um das Phantasialand Anfang der 70er Jahre. Ich zeige euch heute mal diesen Parkplan. Das Cover mit der Straße Alt-Berlin erschien von etwa 1970 bis Mitte der 70er Jahre in den verschiedensten Auflagen. '72 war der alte Eingang dann geschlossen, das ist dieser hier. Ich vermute, dass dieser Plan von 1972 ist, weil unter der Signatur steht die Zahl 72. Das jetzt hier ist der Parkplan als Ganzes, den alten Plan von 67 sieht man den Park auf der linken Seite, in der Mitte Alt-Berlin und rechts sind neue Planungen. Hier ist der alte Eingang nochmal, der inzwischen verschlossen ist. Und wenige hundert Meter rechts befindet sich der neue Eingang. Sieht fast damals schon so aus wie heute. Es geht ein paar Treppenstufen runter und man steht auf der Straße Alt-Berlin. Und zwar am Neptunbrunnen. Das ist eine 1:2 Nachbildung gewesen des Berliner Neptunbrunnens, der am Roten Rathaus steht. Auf der Straße fuhr übrigens eine Pferdestraßenbahn und ein Bus. Hier sind Aufnahmen vom Phantasialand, vom Bau 1969 der Straße Alt-Berlin. Ich vermute mal, das ist das Brandenburger Tor. Und einige Aufnahmen von der Eröffnung 1970. Im Wesentlichen hat sich die Straße Alt-Berlin bis heute nicht geändert. Sie wurde zwischendurch allerdings restauriert. Heines Café ist dazu gekommen und die Pirates 4D natürlich. Da hinten sieht man jetzt ein Feuerwehrauto stehen. Das war 1972. Brandenburger Tor, Feuerwehrautobahn, die Pferdestraßenbahn fährt und dort ist das Restaurant Alt-Berlin. '70 gab es neben dem Restaurant Alt-Berlin auch schon das Varieté Wintergarten. Damals fuhren auf der Straße allerdings Bus- und Pferdestraßenbahn. Es gab eine Waffelbäckerei, Souvenirshop und dort, wo das Feuerwehrauto steht, ist heute Pirates 4D. Diese Droschke ist interessant, die ist nämlich von 1898 und zur Eröffnung von Alt-Berlin ist damit ein Droschkenkutscher vom Berliner Brandenburger Tor ins Phantasialand gefahren. Zum Empfang war zum Beispiel Willy Milowitsch da. '70 neu gebaut wurde auch die Gondelbahn, der erste Dark Ride übrigens Deutschlands, die Gondelfahrt 1001 Nacht. Durch das Drachenmaul ging es rein. Drin waren dann Szenen, Animatronics mit Szenen aus 1001 Nacht. '70 fuhren die Gondeln noch einzeln und nicht im Dreierpack wie dann später.
drinnen gab es dann Szenen wie Kampf gegen einen Drachen, der Sindbad und der Zyklop, Ali Baba und die 40 Räuber und so weiter. Zum Abschluss ging es durch eine Tropfsteinhöhle. Vor 1001 Nacht gab es die Bottichbahn. Die kleinen Boote konnte man selber lenken. Ich erinnere mich dann, dass man sehr lange anstehen musste, bevor man selber fahren konnte. Über diesem kleinen See fuhren die Gondeln von 1001 Nacht. Gegenüber gab es ab 1970 das Orientalische Zentrum. Es bestand eigentlich aus in einem Minarett und einem Restaurant-Café. Eigentlich hatte dieses Gebäude in Köln gestanden während der Bundesgartenschau als türkisches Zentrum. Man hat es dort abgebaut und im Phantasialand aufgebaut. Unterhalb des Orientalischen Zentrums gibt es seit 1967 schon den Spielplatz. Und daneben gleich das Dornröschenschloss. Die Marionettentheaterbühne ist inzwischen verschwunden. Etwas weiter runter sieht man dann das Hawaii-Restaurant, das erste Restaurant des Phantasialandes. Das Hawaii-Restaurant stand etwa da, wo heute Woostown ist. Man geht dann den Hügel hoch, da wo etwa heute die Hollywood-Tour ist. Dort gab es den Western Express und die Oldtimerbahn. Der Western Express fuhr durch Silver City. Und die Oldtimer fuhren durch Ägypten, Japan, Holland, Afrika und so weiter. Hier ein paar Aufnahmen aus dem Phantasialand-Prospekt. Mit Veteranenautos erleben sie die Reise um die Welt. Vorbei an Gletschern und Pusterdörfern, Negerkrals und Pyramiden führt die Oldtimerfahrt zu holländischen Windmühlen und japanischen Teehäusern. So heißt es im Prospekt des Phantasialands. Den Hügel wieder etwas runter beginnt dann der Märchenbad. Erst gibt es den Einstieg zur Seeräuberfahrt nach Cartagena, Gullivers Reisen, Aschenputtel, der gestiefelte Kater, Max und Moritz.
dann den Hügel rauf, kommen noch die Märchen Rapunzel, Hänsel und Gretel und Schneewittchen. 1970 neu ist dann Schloss Schreckenstein, ein Walkthrough. Es begegnen einem Gespenster, der Graf Schreckenstein natürlich auch. Spukschloss des Grafen von Schreckenstein, damals wie heute gefürchteter Tyrann. Wer in dieses Schloss geht, findet den Ausgang nicht mehr. Der Herr Graf wird sich um Sie besonders freundlich bemühen. Sie werden es erleben. Und das ist er, der Graf Schreckenstein. Dieses Bild wandelte sich von einem Porträt eines Mannes tatsächlich zu einem Skelett. Graf Heinrich von Schreckenstein, hier auf einem Jugendbildnis, heißt Sie besonders herzlich willkommen. So, von Schloss Schreckenstein ging es dann beim Hans im Glück vorbei. Dann kamen Kalib Storch und der legendäre kleine Muck. Der Weg ging dann weiter rund um den See. Seit 1967 schon gab es die Seeräuberfahrt nach Cartagena. Später wurde daraus die Wikingerfahrt. Es ging mit dem Boot über den See, vorbei an einem Seeräuberschiff der Ilione und durch eine Seeräuberhöhle, ebenfalls mit beweglichen Animatronics. Das waren alles Szenen aus dem Seeräuberleben. Wenn man diesen Bereich von Phantasialand verlassen hat und geht nach rechts rüber, kommt man über eine Brücke zu einer Traglufthalle. Da war die Delfinschau drin. Sie war ganz am Anfang im See. Man hat sie dann in diese Halle verlegt. Soweit ich mich erinnere, musste man extra Eintritt bezahlen für die Delfinschau. Neben der Delfinshow gab es dann das mexikanische Zentrum mit der Casa Magnetica, dem schiefen Haus, und der Hacienda de Mexico. Einige Unterlagen sagen, das wurde 1973 erst errichtet. Ich meine, es war schon 1972 da. Hier Bilder aus dem Prospekt des Phantasialands. Das schiefe Haus. Geplant war damals schon die Einschienenbahn, der Phantasialand-Jet. Der fuhr allerdings erst 2 Jahre später. Nach dem Plan sollte er sogar außen um das Gelände rumfahren. In Wirklichkeit war die Einschienenbahn sogar bis zum Bahnhof Brühl gedacht. Der sollte dann Besucher zum Phantasialand bringen. Die Pläne wurden nie umgesetzt. Ansonsten wurde die hier eingezeichnete Strecke des Phantasialands-Jets eigentlich nicht mehr verändert. Abgerissen wurde er dann 2008. Auf dem Plan von 1972 bereits zu sehen, eine Westernstadt. Später wurde daraus Silver City. Sogar eine Reitbahn war eingeplant und Chinatown, 1972 bereits geplant, viele, viele Jahre später erst fertig geworden. Damals war allerdings nur ein Gebäude geplant, ich denke mal, das war das China-Restaurant.
und 1972 bereits geplant, eine Goldmine. Später wurde daraus dann die Silbermine. Das war allerdings erst 1984. Der Grundstein dafür wurde übrigens bereits 1978 gelegt. Und was Phantasialand plante, war eine Bobbahn, und zwar in Kombination mit einer Wildwasserbahn. Die Wildwasserbahn ist dann 1974 tatsächlich gebaut worden. Später kam eine weitere dazu. Heute ist doch Chiapas. Aber das sind die Pläne für die Bobbahn gewesen. Tja, so großartig sah Phantasialand bereits 1972 aus. Von der Grundfläche her hat sich ja nicht mehr viel verändert. So, das war's dann auch schon mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen.